Hallo zusammen, ich sitze jetzt hier mit einer Jacke und zwar mit einer grünen Barbour-Jacke. Was ist die Firma Barbour? Die Firma Barbour gibt es seit 1908, hat sie damals die britische Marine ausgestattet. Wir kennen das eigentlich, diese Wachsjacken, ne? Diese Wachsjacken, also diese wasserabweisenden Jacken mit diesem Kordkragen. Anfangs gab es nur so gedeckte Farben, mittlerweile gibt es ja auch Steppjacken oder auch bunte Steppjacken. Also der Inbegriff hochwertiger Bekleidung im britischen Country-Style. Ja, also sie haben mittlerweile ja auch, also für Männer und Frauen und Schuhe und Gummistiefel und Mützen und Jacken und Blusen und Kleider und Pullover und Schals, also alles Mögliche. Und ich habe das erste Mal Barbour getragen vor 30 Jahren. Ich habe das kennengelernt auf Sylt damals. Sylt ist ja immer windig und nass und kühl. Und meine Kinder hatten damals auch Barbour-Jacken. Und dann bin ich irgendwie von Barbour weggekommen, weil es gab zu viele Fakes. Also selbst Tchibo hat diese Jacken gefaked. Und dann habe ich die also bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr getragen. Und so eine Steppjacke gar nicht. Und dann ist es ja im Übergang so, jetzt ein dicker Daunenmantel ist zu viel, ein Trenchcoat ist zu dünn, eine Lederjacke auch. Und da habe ich jetzt mal den Versuch gewagt. Ich bin in die Stadt gegangen und wollte mir eine kaufen. Habe die anprobiert auch. Die hatten es aber nicht in meiner Größe, weil die Arme relativ also schmal geschnitten sind. Das heißt, ich brauche eine 38, obwohl ich sonst eine 36 habe. Und habe also keine grüne Jacke finden können. Also speziell diesen Schnitt. Ich wollte nicht so eine kurze Jacke. Ich wollte eine, die ein bisschen länger hinten ist. Ist übrigens Polyester, sind keine Daunen drin. Ja, kann man das super waschen. Sehr, sehr pflegeleicht. Ist wahnsinnig leicht auch. Also vom Gewicht her und auch auf dem Körper und hält den Wind ab und man hat so ein kuscheliges Gefühl. Ich bin immer nicht sicher, weil ich eher gedeckte Farben trage und ich habe ja letztens zum Jünger aus dem Video gesagt, Mut zur Farbe, mehr Farbe tragen, ja. Und jetzt habe ich mir diese grüne Jacke bestellt und ich blende die gleich mal ein. So, das ist jetzt die Jacke, die modische Steppjacke von Barbour in Maigrün, ich würde sagen Maigrün, mit Druckknöpfen und auch einem Reißverschluss, ein Einwegreißverschluss, Zwei-Wege-Reißverschluss auf der Seite. Entschuldigt bitte, auf der Seite hier ist noch eine Tasche mit einem Reißverschluss, auch Taschen mit Druckknöpfen, etwas seitlich. So, eine schöne Frühlingsjacke, würde ich sagen. Tja, also diese grüne Jacke, ich bin mir nicht sicher, ob das Grün mir so steht, ne? Ob ich das, ob ich mit so einer grünen, mit so einer maigrünen Jacke rumlaufen soll. Eigentlich hat es ja was, ne? Also, die ist wirklich, also ich kann sie nochmal zeigen. Was an der Jacke sehr schön ist, dass die auch im Rückenbereich hier hinten, kann die also auch etwas enger gemacht werden, dass sie ein bisschen taillierter ist. Sie ist sehr schön verarbeitet. So, ich habe sie jetzt mal wieder an. Also, Barbour. Wisst ihr, wer noch, wo die Jacke so richtig so einen Hype bekommen hat? Damals gab es ja noch kein Instagram, aber Prominente gab es immer schon. Die berühmte Lady Diana. Die ist in den 80er Jahren mit dieser Jacke immer fotografiert worden und dann, das wurde dann ein Selbstläufer. Also das nicht nur in England, auf dem Land, die Leute die Jacken getragen haben, sondern weltweit. Und ja, man kann mittlerweile die Sachen auch online kaufen. Ich habe die jetzt hier bei Zalando bestellt und ansonsten könnt ihr die auch kaufen im, wo habe ich denn die gesehen? Im Galeria Kaufhof habe ich die gesehen. Beim Bräuninger gibt es das wohl auch. Ja, aber die haben immer nur eine Größe da. Und wenn die Größe weg ist, also von jeder Farbe und jedem Schnitt oder jeder Form, dann kann man die bestellen oder muss warten oder hat Pech gehabt oder man macht sich selber auf die Söckchen. Ne? Ja, also ich muss jetzt mal so ein bisschen so schräg sitzen, weil die Sonne, die scheint mir mitten ins Gesicht. Ich habe mich jetzt einfach wieder mal hier hingesetzt. So, also die Frage jetzt an euch, soll ich das Teil behalten? Ich weiß es nicht, ich bin mir ein bisschen unschlüssig, deswegen habe ich auch das Preisschild noch nicht abgemacht. Die kostet, glaube ich, 179 Euro. Sie ist toll für die Reise zum Mitnehmen, für abends, so jetzt im Sommer zum Drüberschmeißen. Also ich finde jetzt 100.000 Argumente, sie toll zu finden. Ich bin mir mit der Farbe nicht so sicher,
ob die Farbe was für mich ist, ob ich das trage. Obwohl, sie sieht gut zu schwarz aus, sie sieht auch toll zu Jeans aus. Und also Orange und Rot, das, also Rot finde ich toll, aber es gibt kein richtiges schönes Tomatenrot. Es ist mehr so ein Orangerot und das geht nicht mit meinem Ton. Das passt nicht. Das sehe ich ein bisschen bleich aus. Ja, und so beige wollte ich jetzt auch nicht. Ich dachte, hast du mal Mut zur Farbe? Ich meine, ich kann sie noch zurückschicken. Deshalb bitte ich euch jetzt, gebt mal Daumen hoch oder runter, ob ich die Jacke behalten soll. Man kann das ja bei Zalando wieder also zurückschicken, ne? Gut. So, wie geht's jetzt weiter? Es geht weiter folgendermaßen, dass ich ab nächster Woche geht's hier los mit den Umbauarbeiten und ich muss hier raus. Es wird Montag alles rausgeruppt. Toilette, Waschbecken, die Fliesen abgehauen. Ja, und ich muss natürlich alles, was jetzt im Bad ist und im Gästeklo ist und in der Küche, weil da ist ja noch Wände eingerissen, ich muss alles irgendwie entfernen, also wegräumen, weil das staubt ja alles ein wie Sau. Es wird trotzdem einstauben, auch wenn die da irgendwelche, die werden das auch abdecken ein bisschen oder solche, nicht Bautüren reinmachen, aber so nur so Plastik, so Vorhänge oder sowas, keine Ahnung. Ich habe sowas noch nicht hinter mir. Und das wird natürlich dann doll aussehen, wenn ich wieder zurückkomme. Ne? Heiliger Bimbam. Ja, also dann bin ich nächste Woche in Berlin und werde dann in Potsdam. Ich habe auch weiter schön nach Wohnungen geschaut. Es ist eine never-ending Story. Aber ich habe auch eine Maklerin an der Hand, die kenne ich schon, also die kenne ich seit ein paar Jahren. Und die hat gemeint, dass jetzt so gerade im Frühjahr wieder viele Wohnungskündigungen reinkommen. Und ich bin da guter Hoffnung, weil ich ja genau weiß, wo ich hin will. Ich will in ein ganz bestimmtes Gebiet und lasst euch überraschen. Und da suche ich und ich möchte eigentlich nichts anderes. Ich habe mich mit anderen Sachen auch beschäftigt, aber ich bin damit nicht happy, nicht glücklich. Und es ist irrsinnig teuer geworden, in Potsdam zu wohnen. Ich bin immer wieder erstaunt. Vor allem auch die Umlagen sind teuer. Ne? Das Leben ist echt teuer geworden. Also ich werde mich da oben umschauen. Ich werde bei meiner Freundin leben und werde sehr viel, also auf der Suche sein. Ich werde mir viele Sachen anschauen, ich werde meinen Vater besuchen, ich werde Freunde treffen, ich werde auch durch den Park rennen, klar, wie immer, und werde euch natürlich mitnehmen. Vielleicht zeige ich euch auch mal das holländische Viertel, ist auch sehr schön. Da hatte ich im Herbst schon mal einen Film zugemacht, aber da war kein Ton dabei. Naja, so, und was steht sonst noch an? Ich habe jetzt so ein bisschen, also kurz bevor es jetzt hier losgeht, so ein bisschen, immer von der Reise bin ich so ein bisschen, nicht so gelassen irgendwie, obwohl ich vielleicht so rüberkomme, aber dann denke ich immer, mein Gott, hoffentlich schaffst du das alles, hoffentlich hast du nichts vergessen, hoffentlich geht das gut und das gut. Okay, jammern auf hohem Niveau. Jammern bringt nichts. Also ich kriege das schon alles hin. Und dann wurde ich gefragt, sag mal, kannst du nicht mal ein Video machen über Selbstbewusstsein? Heilig, uiuiui, Selbstbewusstsein. Ja, das ist ein großes Thema. Also das passt jetzt nicht in den Vlog, aber ich werde mir mal darüber Gedanken machen, was ich dazu sagen könnte. Irgendwann kommt jeder in diese Phase, wo es am Selbstbewusstsein so ein bisschen mangelt. Ne? Gerade wir Frauen, die sind ja da Experten für, ne? Dass wir gerne unter Dielen lang rauchen, obwohl wir es gar nicht nötig haben. Aber das passiert, das machen wir irgendwie. Wir machen das mit uns einfach. Deshalb ist es schön, wenn es Menschen gibt, die dir auf die Schulter und sagen, hey Baby, du bist toll. Ne? Kopf hoch, Schulter nach hinten, Titten raus, Arschbacken zusammenkneifen und nach vorne schauen. Ja. Selbstbewusstsein. Nun denn, was mich auch beschäftigt, ist das Thema Höflichkeit. Ich sag euch, das Thema Höflichkeit, besonders hier auf YouTube. Oh. Da gibt es auch interessante Filme zu. Es gibt tolle YouTuberinnen, die schon vor Jahren darüber Filme gemacht haben, über Höflichkeit auf YouTube. Dass man das überhaupt ansprechen muss. Ich dachte eigentlich, das gehört zum Leben dazu, wie schlafen, ne? Und wie essen und trinken, höflich zueinander zu sein. Und wenn man höflich ist, bekommt man auch eine höfliche Art und Weise zurück. Ne? Also ich denke, Menschen, die unhöflich sind, die haben ein riesengroßes Problem. Und denen kann man ja auch irgendwie gar nicht höflich zurück irgendwie reagieren. Also mit denen, wie soll man mit diesen Menschen umgehen? Am besten mal lässt sie links liegen. Man kann ja Menschen nicht erziehen. Ne? Die machen das ja alles selbst irgendwie. Man kann sich nur selbst erziehen. Man kann andere Menschen darauf hinweisen, du pass mal auf, das und das, so geht das nicht. Oder das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr euch immer, dass ihr Grenzen setzt. Ne? Ihr müsst Grenzen im Leben setzen. Wir Frauen neigen auch wieder mal gerne dazu, dass die Grenzen von anderen überschritten werden und wir sagen nichts.
und lassen das alles mit uns gefallen, fressen alles in uns rein und dann haben wir Magengeschwüre. So, ihr Süßen, also jetzt habe ich hier wieder mal irgendwie so dahergeredet. Es ging um die Jacke und ich dachte mir, ich frage jetzt mal meine Community, was ihr von dieser Jacke haltet. Ob ich die behalten soll oder ob ich sie wieder zurückschicken soll. Das müsste ich nämlich jetzt noch vorher machen, bevor ich abhaue. Ich kann ja jetzt nicht die hier 2 oder 3 Wochen liegen lassen. Nee, das geht nicht. So, also ich wünsche mir selber jetzt mal das Beste und ich werde auch gut zu mir sein. Wir sehen uns natürlich weiterhin. Ich werde euch beehren mit Filmchen, was aber ein bisschen schwierig ist. Und ich hoffe, nee, ich brauche das eigentlich gar nicht erwähnen, ich weiß das. Ich kann nicht alle Kommentare beantworten. Ich lese sie wahnsinnig gerne und ich freue mich wie Bolle über eure Kommentare, aber ihr kriegt Herzchen, ja. Weil es sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt mit diesen Kommentaren. Und ich muss mal sehen, wie das mit dem Internet da unterwegs ist. Na gut, schauen wir mal. So, ihr Lieben, das war es jetzt mal, wieder mal aus meinem noch Wohnzimmer. Ich werde das jetzt mal vollstellen. Ich muss hier nämlich einiges reinstellen. Deswegen dachte ich mir, ich nutze mal die Gunst der Stunde, wo noch nicht alles so vollgeräumt ist und mein Hintergrund so krölig dann aussieht. Krölig? Nee, möhlig. Und drehe hier nochmal schnell. Also, alles Liebe für euch, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.